Achtjähriger versetzt Volksschule im Waldviertel in Angst und Schrecken. Der Bub besucht gerade mal die dritte Klasse, fällt aber schon länger durch extreme Drohungen und gewalttätiges Verhalten auf. Besorgte Eltern erzählen uns von einigen Beispielen. Vor einer Woche hat er meinen Sohn ohne Grund ins Gesicht geschlagen, berichtet eine Mutter. Ich steche deine Mutter ab, wenn ich deine Katze erwische, ziehe ich ihr das Fell ab und töte sie. Ich fackel dein Haus ab, habe der Achtjährige ihrem Sohn gesagt. Ein anderer Mitschüler soll mehrfach in den Bauch getreten und geboxt worden sein. Bei einem Feuerwehrfest soll der Achtjährige andere Kinder mit einem Schlagstock und einer nicht geladenen Pistole bedroht haben. Einem schwerkranken Mitschüler soll er gesagt haben, ich möchte sehen, wie du stirbst. Einige Eltern fordern nun die vorläufige Suspendierung des Buben. Leider lehnt die Bildungsdirektion Niederösterreich das ab, bedauert eine Mutter. Die Behörde teilt uns mit, dass es keinen solchen Antrag gegeben hätte. Die Mutter bestreitet dies jedoch. Sie wisse von mehreren Anträgen. Weiteres hält die Bildungsdirektion Niederösterreich fest, es bestand in der Volksschule zu keiner Zeit eine Gefährdung für andere Schülerinnen und Schüler. Die Schulaufsicht sei mit der Schule und den Eltern des Achtjährigen in laufendem Kontakt. Darüber hinaus habe man alle notwendigen und möglichen Maßnahmen ergriffen, um den angesprochenen Schüler bestmöglich zu unterstützen. Konkret sei der Einsatz einer Beratungslehrerin, tägliche Einheiten von sozialem Lernen und mehrere Elterngespräche gemeint. Wie soll die Schule mit solchen Problemschülern umgehen oder ist es eher Aufgabe der Eltern? Schreib's in die Kommentare.